Wir können dann sehen und versuchen, auf eine Art und Weise zu agieren, damit wir gewinnen. Und wie gewinnen wir? Egal, ob es Kriegssituationen waren, egal, ob es Crash-Situationen waren, schaut euch an, was die Börse macht. Das ist das Problem. Warren Buffett hat das schon mal einmal erwähnt gehabt, dass die Menschen einfach nicht in der Lage sind, so eine rote Phase, so eine Minusphase durchzuhalten. Das hier war der Dotcom-Bubble. Schaut euch mal an, wie stark wir hier gefallen sind. Wir sind gut nach unten gegangen. Das war die Immobilienblase mit der Weltwirtschaftskrise, mit der Finanzwirtschaftskrise, die wir hatten. 2008, 2007, 2008. Schaut euch mal an, was für Korrekturen wir da hatten. Die meisten haben das ja miterlebt. Ihr kennt die Stimmung, ihr wisst, was da los war. Schaut mal an, wo wir uns jetzt befinden. Wenige Jahre danach. Und das ist das Ding, die meisten denken halt, wenn es runtergeht, wird das für immer nach unten gehen. Es gibt keinen Aufweg mehr. Und dann passiert sowas. Und jetzt sitzen wir hier und spekulieren schon wieder. Ja, oh, was wird, wenn der Crash kommt? Und auch wenn wir davon reden, ich glaube, viele haben dieses Gefühl, das war's dann. Die Börse geht auf Null. Ich meine, tatsächlich gibt es Menschen, die teilweise so denken. Und das finde ich echt komisch. Wie soll die Börse auf Null gehen? Haben einige überhaupt die Idee, welche milliardenschweren Unternehmen dahinter stecken? Das ist so lustig, wenn ich mir das manchmal anhöre, was irgendwo manchmal kommentiert wird oder was einige Leute behaupten. Da sagen halt einige, ja, Krypto gehen auf Null. Hey, ich bin der Meinung, 99% aller Kryptowährungen werden wahrscheinlich auf Null gehen. Da haben sie manchmal sogar gar nicht so Unrecht. Aber wenn man dann herkommt und sagt, die Börse wird auf Null gehen. Ich meine, hey, wir haben Insolvenzfälle gehabt, wir haben Firmen gehabt, die bankrott gegangen sind. Das gibt es auch natürlich, ne? Aber alle Firmen auf der Welt, wirklich, die jetzt beim S&P 500, alle 500 stärksten Unternehmen der USA gehen auf einmal pleite, so alles geht auf einmal auf Null. Das sind so, ich weiß es nicht. Das Wichtigere hieran ist zu erkennen, dass der Markt zyklisch ist. Und wir können, auch wenn wir stark im Minus sind, nicht nur im Kryptobereich, auch die, die in Aktien investiert sind, in Zukunft werden wir auch Aktien kaufen. Ein Teil unserer Gewinne aus unseren Kryptos werden wir auch in Aktien investieren. Das wird halt ein kleinerer Teil unseres Budgets sein, aber für langfristige Entwicklung und für langfristige sichere Anlagen. Das ist halt nicht so volatil wie der Kryptomarkt. Wenn man sich das so anguckt, denkt man so, was redet der Karo denn? Nicht so volatil. Das hier ist innerhalb einer Zeitperiode, schaut euch das mal an, das sind 8,5 Jahre. Das ist in 8,5 Jahren passiert. Und wenn wir uns das dann bei Bitcoin hier angucken, da sind die Zyklen ein kleines bisschen kürzer. Das hier ist innerhalb von welcher Zeit passiert hier jetzt? Ja, ungefähr 3 Jahre. Das sind halt diese 3 bis 4 Jahreszyklen, die wir haben zwischen den Halvings. Und das ist wesentlich kürzer getaktet. Weil wenn man sich das mal anguckt, der Markt hier ist wirklich wesentlich volatiler. Also es geht rauf 80% Crash, rauf 80% Crash. In der Börse ist es halt so ein bisschen anders. Und der letzte Verlauf, den wir hier halt sehen, wie lang ist der? Wie lang ist dieser letzte Verlauf, den wir hier sehen? Von dem Tiefpunkt hier bis jetzt 4690 Tage. Wie viele Jahre sind das? Überleg mal, dieser Zyklus von hier sind 12 Jahre. Während wir bei Bitcoin und dem Kryptomarkt mit so 3 bis 4 Jahreszyklen rechnen können. In dem Sinne, ja, es ist sicherer. Und wenn wir uns den Trend mal komplett angucken, je mehr Zeit vergeht, desto steiler geht das Ding irgendwie durch die Decke, ne? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und das erklärt auch das Konsumverhalten von uns Menschen. Ganz ehrlich, woran liegt das Ganze auch? Um ein kleines Beispiel zu nennen, unsere Smartphones. Welchen habe ich? Samsung Galaxy S21? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist. Ich glaube, 21 war das. 21, ja. Das ist der S21. Leute, ihr werdet das sehen, dass ich das Ding wahrscheinlich nutzen werde, bis es entweder extrem langsam wird oder das Ding kaputt geht. Nur weil ein neues Modell rauskommt, werde ich nicht hingehen und mir jetzt ein neues Handy kaufen. Und das hat nichts damit zu tun, so, oh, guck mal, voll der Spießer, der will kein Geld ausgeben. Nein. Wisst ihr, für mich muss es Sinn machen, wenn das Ding funktioniert. Und jetzt das neue Modell rauskommt. Und die Kamera, die hat statt, was weiß ich,
32 Megapixel, jetzt 500 noch was, weißt du, ich übertreibe es einfach mal. Das sind Bilder in den Bereichen, unser Auge erkennt diesen Unterschied gar nicht mehr, wenn wir es auf dem Display angucken. Das ist nur für Leute wichtig, die Bilder bearbeiten und all sowas. Für die ist das wichtig, aber die haben dann ihre eigene professionelle Kamera. Die machen solche Bilder ja nicht mit dem Handy. Dann ist das 0,0 Millisekunden schneller in der Processing Time als das jetzt. Auch so. Etwas, was ich so gar nicht mitkriege von der Geschwindigkeitssteigerung, ist mir jetzt so wichtig, dass ich mir jetzt das neue Handy kaufe. Versteht ihr, wie schwachsinnig das ist? Wir kaufen unnötig ein. Wir brauchen die meisten Dinge nicht, aber wir schmeißen dann unser altes weg. Oder manche verkaufen es auch günstig, kaufen sich unbedingt das neue. Warum? Braucht man das? Nein, braucht man nicht. Aber unser Marktverhalten, unsere Psychologie ist schon darauf getrimmt. Und dadurch verdienen sich diese Firmen auch Milliarden. Und dadurch geht diese Kurve auch so steil hier. Aufgrund unseres Marktverhaltens. Und wir fördern viele, viele Unternehmen, wo wir dann zurückgucken und sagen oft, oh nee, Mensch, wieso diese Blöden da, warum legt denn keiner das Handwerk? Wir sind doch verantwortlich durch unser Konsumverhalten dafür, dass sie so groß werden. Und das ist den meisten Menschen einfach nicht so bewusst. Aber gut,